Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode hier von The Book of Unwritten Tales 2. Ja, wir sind heute an einem schönen, gemütlichen Sonntag, Abend fast wieder, ja, vorbei. Und wir haben in der letzten Episode das Holz irgendwie geschafft, zu verwenden. Und wir können jetzt nun das Papier anzünden und in die Hosentasche stecken. In die Hosentaschen stecken. Wird's gemacht. Ich reiße ein Blatt aus dem Notizblock in Streifen. Die sollten ausreichen, um das Feuer bis zum Kamin zu bringen. Versuchen wir's. Jetzt aber schnell. Okay, nimmt das Ding nicht mehr ins... ins Inventar, sozusagen. Geschafft. Nun mach schon. Brennen. Haben Sie etwas gesagt, Professor Wetterquarz? Ich, bin... Oh, Feuer! Verzeihung. Über das Ergebnis kann man sich nicht beschweren. Aber wie kann es sein, dass ich Feuer beschworen habe, obwohl ich nur mit dem Stab herumgefuchtelt habe? Das gefällt mir nicht. Das ist aber Zauberei, mein Liebster. Das Feuer ist groß genug, auch ohne dass ich mit dem Blasebalg nachhelfe. Okay, können wir da jetzt beispielsweise Münzen reinwerfen? Nein, an einem Sonntag kann man auch Münzen reinwerfen, aber wir müssen das Döschen mit dem Kaminreisepulver mal genauer betrachten. In dem Döschen befindet sich vermutlich genug Kaminreisepulver, um mich 100-mal in die Bibliothek zu bringen. Aber wie komme ich daran, ohne dass der Direktor etwas bemerkt? Die Zeit für ein wenig Ablenkung. Ja, hoffentlich stürzt Loch. Er sich wirklich auf den ersten, den er sieht, und nicht auf den kleinsten. Da wird er gar nicht bemerken, den kleinsten, aber wir können den Herrn Bloch somit ablenken. So, das wäre das. Als nächstes. Ah! Da! Das! Ah! Weg! Das ging ja fix. Ach so. Unglaublich, was man sich hier gefallen lassen muss. Ganz schlimm, Herr Direktor. So, also gut. Kaminreisepulver, zack. Ins Feuer. Und dann würde es, wer Harry Potter gesehen hat, da grün. Bin ich mal gespannt. Die Flammen haben sich verfärbt und das Feuer hat schlagartig seine ganze Hitze verloren. Ich glaube, es hat geklappt. Und betrachte das Feuer. Das Feuer ist kein normales Feuer mehr. Es ist ganz kühl und bringt mich zu jedem Ort des Kaminnetzwerks. Da mal ins Feuer. Ab mit uns. Ich vermute, ich muss nur an die Symbole denken, die auf dem Plan neben dem Bibliothekskamin gemalt sind. Eule, Wurm und Ratte. Eule, Wurm und Ratte. Wenn das stimmt, dann viel Spaß. Wow. Wo immer die verschwundene Bibliothek gerade ist, ich bin jetzt in ihr drin. Eine Ratte oder irgendwas. Hallo? Was ist es? Was will es hier? Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Wer spricht da? Es ist unheimlich. Es sollte nicht hier sein. Das sind die Bücher. Oh. Was zum... Es will sich losreißen. Hilfe! Es ist erwacht. Was will es? Wer seid ihr, gnädiger Herr? Wer seid ihr? Wir sind Bücher. Also, Ja, Bücher. Das ist ein Wort. Und ihr seid lebendig? Das geht dich gar nichts an. Was ist geschehen? Was ist geschehen?
Ich habe die Bibliothek entdeckt und ich habe Geräusche gehört. Das war dann wohl ihr? Das Buch ist mächtiger als der... als der... Dings. Wie heißt das noch? Also, zum Schreiben. Richtig. Das Buch ist mächtiger als der... Dings. Okay. Dürfte ich vielleicht aufstehen? Dürfte ich vielleicht aufstehen? Es ist ziemlich unbequem hier. Haha, niemals! Aber irgendwann müsst ihr mich doch aufstehen lassen. Ist das möglich? Was? Dass wir ihn früher oder später aufstehen lassen müssen. Keine Ahnung. Die Antwort auf deine Frage ist, lautet, Schon gut. Ich bleibe erst einmal liegen. Ha! Genau wie, Wohnt ihr hier in der verschwundenen Bibliothek? Ist die verschwundene Bibliothek euer Zuhause? Sie, ist nicht verschwunden. War immer hier. Für uns andere, da draußen ist sie verschwunden. Da draußen? Naja, in der Schule. Schule? Hast du davon schon mal gehört? Ich, man trägt sie an den Füßen. Nicht Schuhe. Für deine Füße war die Dings hier verschwunden? Ihr scheint ziemlich verwirrt. Was für eine Art von Bücher seid ihr eigentlich? Ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber ihr macht auf mich einen leicht verwirrten Eindruck. Verwirrt? Ah, wir sind Bücher. Wir wissen alles. Was für Bücher seid ihr denn? Ich bin ein großes Philosophiebuch. Und mein Kamerad hier ist Dings. Ich bin ein man trägt Wörter darin ein und erklärt sie. Ein Worteintrag-Erklärungsbuch. Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Wie wäre es, wenn wir zusammen herausfinden, was hier los ist? Man kann ihm nicht vertrauen. Wir wissen nicht, was es ist. Es ist kein Buch. Ich sage, wir werfen es aus dem Fenster, damit seine Blätter in alle Winde verstreut werden. Das ist, glaube ich, doof in der Reihe. Ich glaube, du hast recht. Es hat eigene Gedanken. Das ist nicht gut, denke ich. Tut mir leid, aber die Sache wird mir zu bunt. Vorsicht! Es reißt sich los. Es kommt direkt auf uns zu! Das ist eine Animation. Wow. Ich will euch nichts tun, aber irgendetwas ist hier doch mehr als seltsam. Und ich lasse mich nicht aus dem Fenster werfen. Es gibt hier gar keine Fenster. Soll weggehen. Wir mögen es nicht. Wir kennen es nicht. Es macht uns Angst. Wie? Nein. Hä? Ich bin doch ein Hobbit. Ob die Bücher schon immer lebendig waren? Oder wurden sie durch diesen Ort zum Leben erweckt? Und sollten Bücher nicht schrecklich kluge Geschöpfe sein? Warum sind diese hier so einfältig? Es gibt auch sehr, sehr blöde Bücher, liebe Wilbur. Es gibt wirklich beschissene Bücher und wie schon gedacht, hier hinten ist was zum Anschauen. Wenn es hier nicht so unheimlich wäre, könnte die Bibliothek ein richtig schöner Ort sein. Ich glaube, früher war sie das einmal. Zierdeckchen sieht man sonst nicht in der Schule. Nimm das Zierdeckchen. Und der Schreibtisch. Der Schreibtisch sieht nicht aus, als sei er für lesende Schüler gedacht. Er könnte dem Bibliothekar gehört haben. Und wenn ich mir so die Werkzeuge ansehe, könnte ein großer Teil seiner Arbeit in der Pflege und Reparatur von Büchern bestanden haben. Betrachte die Schublade. Wenn wir da irgendwas finden, da können wir es behalten, hä? Auf jeden Fall ich. Leer. Alles, was da mal drin gewesen sein könnte, scheint über den Schreibtisch verteilt zu sein. Wo? Ein Zettel? Wo? Ach, hier. Ach,
Das steckt so weit vorne. Zettel. Das ist ein Zauberspruch. Ich glaube sogar... Ja, es ist der Feuerzauber. Der wichtigste Spruch für Zauberer. Endlich habe ich ihn. Na gut, dann mal ab Feuer hier. Hm? Der Feuerzauber kann nicht lange aus sich heraus brennen. Er ist dafür gedacht, brennbare Gegenstände zu... Okay, zack, Notizen ins Kamin. Ein oder zwei leere Blätter aus meinem Und hoppa! Mein Feuerzauber würde das Papier in Sekunden zu Asche verwandeln. Für das Transportpulver brauche ich ein länger anhaltendes Feuer. Noch mehr? Okay, das will er nicht haben. Die Reise durchs Kaminnetzwerk ist alles andere als komfortabel. Man wird in einen Strudel gesogen und überall sind Öffnungen. Aber irgendwie bin ich trotzdem beim richtigen Kamin rausgekommen. Der Herr Wilbur beschreibt irgendwie wie eine Kläranlage, sozusagen. Die Mauer? Und hat hier zugemauert, oder wie? Diese Wand, dieser Bogen. Es sieht aus, als gehöre hier eine Tür hin, aber da ist nur eine kalte Steinmauer. Es ist fast, als hätte sich dieser Raum vor der Welt versteckt. Oder wurde er vergessen? Diese Wand, dieser Bogen. Wir nehmen einfach mal ein Buch aus der Reihe und tanzen damit. Das ist seltsam. Die Schrift ist ganz blass und unscharf. Es ist fast so, als ob... Ja? Ich muss mich erst an lebendige Bücher gewöhnen. Dem können wir auch keins mehr. Die Bücher, der Schreibtisch, ein Spitzendeckchen können wir auch nicht reinlegen ins Kamin. Dann mal schau hinauf. Ich glaube, da oben geht die Bibliothek noch weiter. Man kann kaum etwas erkennen, weil es so dunkel ist. Und ich sehe auch keine Leiter oder Treppe, die dort hinaufführen würde. Wenn... Wir haben aber einen unendlichen magischen Dingsbums. Ein Schlüssel bringt uns hier auch nicht weiter. Ach, hallo? Siri. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Herr oder Frau? Hier Benutzername eingeben. Wie kann ich diese Bibliothek wieder verlassen? Kannst du mir sagen, wie ich wieder aus der Bibliothek hinauskomme? Betreten und verlassen Sie Räume durch die entsprechenden Öffnungen im Wandbereich. Sollten keine sogenannten Türen zur Verfügung stehen, versuchen Sie es mit den kleineren Öffnungen, die nicht bis auf den Boden reichen. Vergleiche Fenster. Meine magische Schiefertafel kann einfache Dinge ganz kompliziert sagen. Wow. In Ordnung. Over und out. Aber mehr haben wir jetzt auch nicht mehr, hä? In die Schublade schauen, da können wir es zwar nochmal versuchen, aber ich glaube, es bringt uns nicht weiter. Ich brauche Holz für den Kamin. Und bevor ich Bücher oder ein Regal verbrenne, nehme ich lieber etwas, das niemand zu benutzen scheint. Hölzerne Schublade. Das Holz ist alt und sehr... Okay, gut, dann rein an... Davon sollte Direktor Bloch lieber nie erfahren. Ach, hier kann man durchskippen, ne? Und Feuerchen! Hui! Ignifaxius Ignisfero. Langsam habe ich den Dreh richtig raus. Was hat es getan? Es hat den roten Fresser gerufen. Nein, liebe Kinder, den grünen! Das war der Rest des Kaminreisepulvers. Aber ich glaube, es hat gereicht. So, und wieder zurück. Blochi! Hallo, Herr Blochi! Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja? Wegen der Aufgaben. Wegen der... Ja? Also, ich habe die Bibliothek gefunden. Ich war in der Bibliothek. Sie ist in Ordnung. Mehr oder weniger. Tatsächlich? Wo ist sie? Naja,
Es ist nicht ganz einfach, hineinzukommen. Man braucht ein bisschen Magie. Das ist inakzeptabel. Die Bibliothek ist ein Raum wie jeder andere auch in diesem Gebäude. Und sie muss damit leben, dass Personal und Schüler sie auf konventionelle Art betreten wollen. Durch die Tür. Aber wie... Es ist mir egal wie. Holen Sie den Raum zurück, Professor. Dann kann ich auch endlich dieses lose Blatt hier dahin zurückbringen, wo es hingehört. Okay. Ist das Zettel da eine Buchseite? Dieser Zettel, den Sie da haben, er sieht aus wie eine Buchseite. Ja, so scheint es. Es handelt sich um einen unvollständigen Reisebericht. Der Reisende, offenbar ein Forscher, erzählt von einem Land namens Laputa. Dort sollen alle Künste, Wissenschaften, Sprachen und Handwerke auf eine neue Grundlage gestellt werden. Sehr spannendes Konzept, aber leider unvollständig. Wenn Sie mir die Seite geben, könnte ich vielleicht das dazugehörige Buch für Sie finden. Keine schlechte Idee. Ich brauche die gesamte Geschichte. Ich bin sicher, alles nimmt ein gutes Ende und kann als Vorbild für uns dienen. Hier, nehmen Sie. Sehr gern. So, also wir haben die Seiten und können eventuell jetzt schon, ja. Dann macht Tschüssi und jetzt komm mal runter hier. Zip. Zip. Ja, ich könnte die Seiten später zu einer Lage vernähen. Aber noch habe ich nicht alle Seiten beisammen. Ach so. Na dann, liebe Leute, ich würde sagen, wie wir in der nächsten Episode weiterfahren, das seht ihr dann morgen wieder um Montag um 18 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, noch ein schönes Restwochenende und bis bald. Also bis morgen um 18 Uhr. Tschüss, haut rein, wir sehen uns.